Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Ausgabe von Jetzt hättest du eigentlich eingreifen müssen. Müsst offline, Uro nicht live. Ja. Mist Oder so. Online Uhr live, Folge 14? Keine Ahnung. Sieht man unten eingeblendet. 500 einfach mal 500. pauschal. Ja, und ja, wir haben die Hauptstory haben wir jetzt ja durch. Die Erfolgreich. Pöller haben wir zurückgebracht. Und wir wissen nicht, was wir jetzt als nächstes tun sollen. Ist jetzt quasi, Cliffhanger quasi. ja, wie die Deutschen das alle bei YouTube mittlerweile so schön machen, überall ein Let's vorhängen, also Let's erkunde. Ja, das ist also die einzige Möglichkeit. Oh, Leck. Die uns noch bleibt. Wir haben ja noch einiges eigentlich aufzuarbeiten vor Das aus den anderen Bücherregal ist noch Welten. sehr leer auch, ja. Ja. Und ja, nur mal so nebenbei, wir haben DEFCON 2.1 bei Myst Online. Kevcon. DEFCON 2.1. Kostendecken, was hast du gesagt? Kostendecken nicht die Ja, Einnahmen. richtig. Ja, Nein, Einnahmen decken Einnahmen nicht. decken nicht die Kosten. Genau. Also spendet. Spendet, was das Zeug hält, damit Wenn es nur dieses. 5 € sind. Richtig, damit dieses furchtbar geile Spiel nicht dem Medienwahn zum Den Opfer fällt China-MMO-Wahn unterfällt man es und wohl. an EA verkauft wird. Sehr unwahrscheinlich. Myst Online DLC. Für DL, jedes. Für jede Buchseite ein DLC, DLC für 5 €. genau, DLC Modern Warfare Live. Mit Shooter-Elementen. Mit Shooter-Elementen, ja. Und Ja, wo Parkour fangen. und von Gebäuden in Strohballen springen. Und dafür Achievements kriegen. So, wo Mindestens. fangen wir denn an? Wollen wir Ich uns würde mal einfach mal im sagen, bei dieser Social-Bereich treffen? Mini, ja, Social-Gedöns. Bei Im dieser Social. Mini-Bücherei da, die da ist, würde ich sagen, Ja, da oder? gucken wir einfach mal rein. Na. Open Sesame. Ja, die Aufnahme sollte jetzt auch einigermaßen wieder flüssig laufen, weil ich hatte bei der letzten oder bei den letzten Aufnahmen hatte ich halt die falsche Framerate. Ich wollte mit 30 Frames aufnehmen und das Spiel liefert mir aber nur 25 oder 28. Das lässt sich natürlich dann dementsprechend auch in der Flüssigkeit der Bilder zu wünschen Ja. übrig. So. Ah, Was wie haben ich wir denn sehe, hier hässlich wie eigentlich? immer. Oh, hat sich der. Das hat sich aber auch geändert, ne? Oder meine Sicher? ich das nur? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, das war doch mal heller hier. Jetzt ist das hier so Du hast rot. dein Gamma runter wahrscheinlich. Ja, das auch. Wo bist du denn? Hier. Ach da. Ja, dann lead the Ah. way, I will follow. Okay. Oh, Dann kannst du so. mir ja zeigen, wie man eigentlich von hier zu der anderen Bücherei kommt. Da hast du gesagt, das wäre hier ein, das wäre zusammenhängendes. Ja, nein. Also ich habe auf jeden Fall mal auch in diesem Bereich, wo man ja über viele Seiten immer hinkam, diese Außenbereiche da mit dem Hafen oder was das da war, wo auch dieser blaue Scanstrahl rumgegurkt ist, da Genau. habe ich auch mal jemanden gesehen, der da rumrannte Ja, das vor ist wahrscheinlich aber Ewigkeiten. ein zweiter Social-Bereich. Ja, Apropos Social-Bereich, kann sein, dass man über den hier irgendwo durch irgendein wir Buch hier müssen eh hinkommt. nochmal, ich weiß nicht, ob wir das, ja, das werden wir wahrscheinlich mal machen mit Johannes. Ne? Damit müssen wir auch mal einmal auf Tour gehen hier. Kann man Das, den Tourguide spielen, ja. ja, da müssen wir auch nochmal uns schwer ransetzen. Da werde ich dich auch nochmal anschreiben, Johannes. Dann machen wir mal so eine Sightseeing-Tour durch Uhu. Ich glaube, die Seite führt uns zu dem anderen Bereich, so wie das aussieht. Ja, dann touch it. I touch it, man. Touchen? Ich kann es nicht touchen. Warum kann ich es nicht touchen? Ah, jetzt. Magic. Unsichtbar. Ich bin Teleporter. Und Telekinet. Und Telepath. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Helm überhaupt noch auf habe. Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist schwierig, ne? Ja, ich glaube, das ist dieser Bereich. Ja, aber ich glaube, wir teilen uns den irgendwie komischerweise wieder nicht.
Das kriegt. Ja, das ist der Bereich, oder? Jep, sieht gut aus. Wie heißt der denn mal eben gucken, ja. Auf das Ding. Denis Aigura ist das. Ah, Nur ich guck mal, glaube, kann da ich. gibt es keinen. Mal gucken, ob ich dich einladen kann. Na, wohin denn? Der wird hier nicht angezeigt. Kontinuums, Garzen, Teledan. Oh, ja, das ist natürlich Deni Aigura. Es Ja, kann sein, dass stimmt. das nur über die eigenen, ich sag mal, Instanzen, wo man halt drin registriert ist, geht. Du warst ja bei mir mit drin. Daran kannst du ja nicht liegen. Ja, in der einen, aber nicht in dem hier. Ferry, Dukata Museum, Guildhall Place, Concert Hall Library. Ich glaube, die Library wäre, glaube ich, das, wo die ganzen Bücher drin sind, in Nummer Ja, 8. das habe ich ja, hab ich Wo bin auch ich denn hier? gesagt. Ich bin da. Ich gehe über 6 oder über 7. Schauen wir mal. You are here. Die Library ist. Ne, das ist die Concert Mall. Ach, das ist die Library. Also gehen wir über 6. Mal gucken. Ich bin jetzt da auf dem. Okay, also muss ich da auf der anderen Seite. Nein, Da. ich werde gescannt. Es wäre natürlich jetzt schade, wenn das nicht. Wenn das nicht gehen würde. Dass man jetzt zusammen auf einem. Ja. Ding kommt. Das wäre doof. Ja, Kann auch sein, vielleicht dass wir ist einfach zu das. doof sind. Ja. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir ein Buch und das geht in den Nexus. Ah ja, ich bin in der Library drin, ja. Das ist so ein runder Raum mit 1560 Büchern, ne? Bist du sicher, dass das das Richtige ist? Das wird die Library sein, ja. Ich war nämlich auch in so einem Raum, wo Bücher drin sind, das sind aber nur Geschichtsbücher oder Lesebücher. Das, ja, stimmt. Ja, King Raki, ja. Aber ich glaube, dass die Library ist. Nee, die ist weiter weg. Das ist hier ein bisschen größer, Okay. das Gebiet. Ja, dann kannst du ja theoretisch hier keinen gesehen haben. Wenn Doch, man. war einer an so einem Doch. Treppenaufgang. Kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Da guckte einer rum, einen weiblichen Charakter. Aber wie gesagt, ich kann sein, dass das rein Instanzen gebunden ist. Dass man da nicht übergreifend irgendwie joinen kann oder so. Vielleicht Die sind wir auch einfach Leib. zu blöd, komplett die Ja. Instanz zu wechseln oder so, für dauerhaft. Da kann Johannes uns ja vielleicht mal eben einen Kommentar dazu schreiben. Der ist ja Unsere schon Dummheit korrigieren. uralt gefahren. Also, ich habe hier auf jeden Fall Bücher gefunden, jetzt an einer Stelle, und die sehen relativ neu aus. Also, Ja, ich bin vom noch auf Bildchen dem. her. Ach so, das ist, nee, ist das die Concert Hall? Ich weiß Das ist gerade ein gar Co. nicht, wo ich bin. Wie sieht denn das aus? Von draußen sieht aus wie so ein riesiges Auge oben. Sieht aus wie so ein. Wie so eine Art Tempel in der. Ja, genau, so ein Stil, da gibt es eine Tempel. Treppe nach unten. Ja, Ja, richtig. gut, Die. da bin ich auch. Da sind die Bücher Ja. unten drin. Ach, komm. Genau, die Treppe nach unten. Oben ist nämlich zu. Vielleicht ist das ja die Library. Das macht, ja, das macht Sinn, ja. Ja. Ich gehe mal Wenn unten hier rum. Bücher liegen würden. Liegen nur zwei. Alter Vater, geht noch tiefer. Cool. Ja, aber nicht sonderlich weit. Tiefer geht's nicht, nur eine Etage. Da ist nichts. Also, hier liegen auf dem Tisch liegen drei Bücher, 132 Sheet Collective Rules. Story. Wood, wood. Translation. Okay, she lives. Blub, 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 blub. Also zwei Bücher sind hier auf jeden Fall. Das war aber nicht die der Bereich, wo ich schon mal war mit Ich den. war hier schon mal, das weiß ich.
Ich nicht. Ich war in einem anderen Bereich, der war deutlich, da waren deutlich mehr Bücher als hier. Aber wir können ja hier anfangen, macht ja nichts. Ja, wer. Also, ich gehe natürlich auch selber erstmal in das Buch rein. Ich muss das In ja das auch haben. erste, ne? Mit dem komischen Strand oder was ist das? Ja, gehen wir da erstmal rein. Mit der Fahne, ne? Das ist ein Age, das sieht man. Das ist dieses Das sagt das Buch ja schon aus. Chase Book, ja. Kommst du zu mir oder soll ich zu dir? Kommst du zu mir oder soll ich zu dir? Yes. Sieht ein bisschen aus wie ein Mond, nur mit Atmosphäre. Okay, ich komme zu dir. Lad mich mal ein. Hoffe, das geht Wenn's auch. geht. Mintaka, ich wollte schon gerade Mintaka sagen hier so. Minkata. Ja. Ja, gibt es. Continuous Minkata. Eingeladen. Ich habe erst, also ich weiß ja nicht, also wer Mintaka vielleicht, wem das was sagt. Ich kenne nur mit Taxa. Der Mintaka ist Star Trek. Es ist eine Welt, die von Urvulkaniern bewohnt wird. Primitiv. Und hier ist irgendwie alles tot. Kannst du mal auf mich warten? Ich bin schließlich der Kameramann hier. Ich gurk doch immer noch in der Fahne rum. Ja, du gurkst, richtig. Du gurkst. Mehr kannst du auch nicht. Nur Gurken. Ja, ich sehe auch aus wie eine Gurke. Ich bin ein Ich Zwon. habe aber keinen. Doch, ich habe ein Buch gekriegt. Hey. Du bist ja einmal reingegangen, oder? Ja, klar. Ja, Ja, ne? selbstverständlich. Oh, Erfahrung. Entschuldigung. Nix aus. Dann wechseln wir uns immer ab, wer zu wem joint. Wo es ja sinnig wäre, dass ich immer zu dir join, weil du ja der Kameramann bist. Das wäre sinnig, ja. So. Push the button. Also hier möchte ich nicht ohne Realtour-Buch landen. Ist ja ist ein Gefängnisplanet Garnison. oder? Torius Minkata. Drei Sonnen. Pling. Zup. Rein. Ich muss sagen, der Tee ist nicht schlecht, aber ich habe mir mehr erwartet. Ja, wenn ein Tja. Tee schon Gunpowder heißt. Oh mein Gott, du hast keine Füße. Oh Was? nein. Du hast keine Füße. Oh, stimmt. Steckst du. Ah, jetzt hast du Füße. So. Oh, Ja. Fußspuren. Cool. Das sieht ein bisschen ziemlich kaputt aus hier, ne? Tot, sag ich ja. So. Gefängnisplanet-Style. Also überall habe ich schon gesehen, sind so Fahnen außerhalb. Also das könnte vielleicht. Falls man hier überhaupt irgendwas machen Okay. kann. Ich weiß es ja nicht. Das ist auch einfach nur so. Das würde ich nicht sagen. Also wahrscheinlich ist das da. Kann man da rein? Nee. Da ist ein Tor, aber das geht nicht auf. Ja, da hast du ja schon deine Frage. Ob man hier was machen kann. So, was haben wir denn hier Schönes? Das sind einfach nur Bäume. Krater mit Inhalt. Oder Pickel, Bäume. auch genannt. Pickel, der hat ganz, ja, ganz schöne Pickel. Oder mit Esser, kannst du So, auch so. wo fangen wir denn an? Ich würde Da sagen, da hinten hinten diese mal? Halbmastfahne, Ja, oder? das ist mir auch gerade in den Sinn gekommen, dort zu beginnen. Minkata. Drei Sonnen beleuchten uns. Ulak. So, okay. Wo ist mein. Oh. Weil sind überall fahren. Ja, richtig. Guck mal auf die Fahne drauf. Da stehen Zahlen drauf. Ach, ja, richtig. Dann Ich muss schreibe er mal. mit. Ja, ich muss hier mal eben mein Riven-Pamphlet Notizbuch. rausholen. So, das ist eine Null. Dieser Dings mit dem Punkt ist eine Null. Ne? Also 001. Oder Richtig, 001, genau. was? Habe ich das drauf oder habe ich das drauf? Muss mal eben hier mal so ein Blatt Papier nehmen. Also Das 001 Halbmast. Faszinierende ist, die Fahnen wehen alle in einer anderen Richtung, ne? Kann man da irgendwas dran machen? Nee. Ist ein wenig seltsam dafür, dass hier offene Fläche ist. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen in Richtung der wehenden Fahne, oder? Zu der anderen, zum anderen Mast da hinten, der auf Halbmast ist.
Orangene, ne? Ja. Ja, dann dein. Müsste dann eventuell nur 2 sein. Null 1 Orangenschalbmast. Da bin ich mal gespannt, was das hier wird, was das wird hier. Ja, ich habe auch keinen blassen Dunst. Weil zu entdecken muss es ja was geben, sonst wird es keinen Sinn machen. Das ist aber nicht orange jetzt. Das ist grün, glaube ich. Blau, grün. Weiß. Grau. Blau. Blau. Ohne Nummern. Ohne Nummern. Aber. Ich sehe von hier aus auch keine andere Fahne. Okay, das wäre eine Ja, haut's mal auf, wir finden nie wieder lila, würde ich zurück. sagen, ne? Lila ohne Nummer, Halbmast. Das ist, weiß wie keine Fahne. Scheiße. Ja, haut's mal laufen. Ich würde sagen, im schlimmsten Fall folgen wir erstmal der wehenden Richtung. Darunter dann das. Ja, okay. Kann ja nicht. Der wehenden Richtung. Also, wir gehen mit dem Wind, nicht gegen den Wind. Da wo kommen wir aber nicht her, da laufen wir weiter vom Zentrum weg, ne? Stellen wir nicht so an. Darf ich daran erinnern, mein Orientierungssinn war bis jetzt immer gut, auch bei Minecraft. Ja, das waren Höhlen, total verschachtelt und so, ja. Also bitte. Ja, genau. So. Dann lauf auch mal gerade und nicht mit dem Bogen. Das ist leck. So, ich habe vergessen, wo wir sind. Wo sind wir? Ich habe mich verlaufen. Ich glaube, wir sollten mal lieber wieder zurückgehen. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ja, immerhin gibt es ja Fußspuren, ne? Ja, wo ich noch nicht weiß, wann die decayen, ne? Die kennen ziemlich schnell. Na, ich habe die Fahne schon wieder gefunden, die erste. Ja, ich habe auch die. Du siehst auch schemenhaft da so die richtig die anderen fahren durch den Wind. Also ich laufe einfach mal die wehende Fahne jetzt nach, also Die andere Windrichtung der gegen den Fahne. Wind. Das ist die lilane, ne? Ja. Ja, das sieht gut aus. Wieso siehst du da was? Ne, ich muss gerade nochmal So. meine Richtung checken. Ich gehe mal zu Orangen zurück. Puh. Also ich sehe auf jeden Fall schon die anderen fahren wieder. Da laufe ich nämlich gerade vorbei. Ja, da ist der Käfig. So, dann laufe ich hier mal gegen den Wind, weil da hinten ist eine Fahne am Horizont. Bei der Orangenen. Bei der Halbmast. Okay. Ne, da kommt nichts hier. Glaube ich, ist nichts. Ja. Da sehe ich auch nichts irgendwie im Hintergrund. Dann gehe ich mal zu den beiden Doppelfahnen hier. Okay, beiden Doppelfahnen sind grün. Also in der anderen Richtung von der Orangen ist auch wieder eine Lilane auf Halbmast, ohne Zahlen. Ich vermute mal eher, das ist so eine Abgrenzung oder so. Weil hier ist auch nichts in der Nähe. Zwei grüne Vollmast. Außer Grafikfehler, die ich dann habe, dass der Himmel auf einmal mal komplett orange wird. Ich meine, das wäre eine Fahne da hinten. Kann das sein, dass das hier ein Parcours ist? Le Parcours. Le Frontman. Ja, kann das sein, dass das ein Parcours ist? Ich hab keine Weil Ahnung. nämlich diese beiden Grünen sehen mir so aus, als wäre das so ein zielmäßiges
Ding. Und diese orangene Fahne scheint eine Startfahne zu sein. Das könnte, ja, weil der die orangene, ja, da sind nämlich, ja, grüne Fahne zeigt nämlich, dass, okay. Also würden wir theoretisch einfach mal hier, wenn man, oh, was ist das? Da steht 1 drauf. Auch. Das könnte aber auch eine 10 sein. Nee, eine 6. Das ist schwierig zu erkennen, weil die Mitte fehlt. Nee, ja, das erste 1. ist auf jeden Fall eine 0. Eine 1 ist das nicht. Eine 1 hatte doch einen Strich von in der Mitte, von oben nach unten, oder nicht? Oder 5 ist das, 5. Also bist du bei der wehenden Fahne da schon mal in die Richtung gelaufen? Wo in welche? Laufen wir einfach mal jetzt die Richtung zu der Fahne. Okay, wenn da die jetzt waren sagt, wir okay, vorhin schon. Ja, aber bist du auch in der Richtung gelaufen von der Halbmast? Hier jetzt quasi von der Richtung aus immer geradeaus. Oder mit dem Wind oder gegen den Wind? Mit dem Wind, mit dem Wind. Also gegen den Wind. Gegen den Wind, ja, da komme ich gerade her. Da ist auch nur eine, wieder eine Fahne auf Halbmast ohne alles. Wie siehst du auch schon, wenn du jetzt nach links guckst. Ja, okay. Das ist auch nix. Also, das ist Halbmastfahne. Und was ist, wenn wir den, die rote Fahne in der Windrichtung folgen? Dass die beiden Halbmastfahnen einfach nur Begrenzung sind, weil ich glaube nämlich, die rote Fahne führt quasi mittendurch. Die führt durch die grünen, ja. Die rote hier beim Startpunkt führt durch die grünen durch. Wenn du mit dem Wind läufst, sagst du. Hm. Okay, probieren wir das aus. Vielleicht sollte man mal das Buch lesen, was da neben dem Edge-Buch steht. Ja. Lag. Ja. Aber ich glaube, hier kommen wir so nicht weiter. Das ist tot, so wie es auch aussieht hier. Ja, dann würde ich sagen, zurück. Ja, wir haben ja jetzt die, das Buch davon haben wir ja. Dann wollen wir wieder zurück. Weil ich habe irgendwie auch absolut keine Ahnung, was wir machen sollen. Gar nicht. Ja, wir nähern uns doch schon wieder der magischen ja, Grenze. Ja, bei Müsse ist ja nicht so tragisch. So, ab in die. Ach, da unten, ja, das ist doch wieder so ein Special-Buch, wie man sieht. Das ist wieder nicht so ein Gedöns. Wo bist du? Wie bist du jetzt da hingekommen? Wohin? Ja, da wo du jetzt bist. Ich bin beim Relto. Ach so. Deswegen sag ich, das ist ja so ein Special-Buch, was ja separat im Buchregal ja steht. Ja, ja, richtig. Und wie ich sonst da hinkomme, ich habe keine Ahnung, wie ich vom Reeltor aus da hinkommen soll. Das. Ich gehe mal hier rein. Hier zum. Also darüber. Obwohl es ja eigentlich sollte man so ein Buch gar nicht brauchen, technisch. Na, wer weiß, da war ja irgendein Stein drin. In dem Käfig da, in dem Knochenkäfig. Ja, so ein Stein. Das hat irgendwas zu bedeuten. Also die ganze Strecke wieder latschen hier. Mit Recht. Ja, durchaus. Aber man kennt sich ja mittlerweile aus. Das ist nicht so. Nicht so wild. Ja, so wie das aussieht, ist aber auch das. Es ist ja das erste Buch aus der Reihe, ne? Also aus der unteren.
Obwohl uns dann natürlich alle anderen auch fehlen. Wieder. Ja, richtig. Ja, es ist ja abgesondert, wie du siehst. Da ist ja eine Trennwand zwischen. Genau wie die ganzen Kampagnen, sage ich jetzt mal, Bücher auch in einem eigenen Bereich stehen. Ja. Tada, das ist wieder wahrscheinlich so ein Special, schwieriges, never ending, kannst du nicht lösen, weil unfähig Buch. Oh, auf meiner Instanz sind 9 Leute. Derzeitig. Oh, Ja. neun. Das ist übrigens die Library, habe ich gerade festgestellt im Nexus. Da gibt es nämlich einen Wegpunkt, den ich habe mit Library Courtyard. Da komme ich da hin. Courtyard. Ja. Okay. Da brauchst du nämlich nicht laufen. Ja, ich bin jetzt quasi wieder gelaufen. Oh. So. Okay, da liegt ein Buch. Ja, stimmt, da liegt ein Buch neben. Das hätte man durchaus mal lesen können. Ach du Scheiße. Ja, super. Astrein, super. Ganz großes Kino. Ja, Son. Das hat irgendwas zu bedeuten. Himmelsrichtung. 625 war übrigens die Zahl an der Fahne, nicht 100 oder 001. Meinst du? Der steht doch oben auf der ersten Seite rechts in der Ecke. Das andere war 125. Bei der grünen Fl bei der roten Punkt. Flagge mit dem Riss drin. Punkt, Punkt. Nee. Natürlich. Kauf eine Brille. Voll einleuchtend. 625. Ach du Schande. Das heißt, das sind Wegesrichtung mit wahrscheinlich Meteranzahl oder würde ich jetzt mal behaupten. Macht zumindest für mich den Eindruck. ja, toll, ne? Ja, vor allem, dass man das Buch nicht mitnehmen kann. 360, ja, da müssen wir uns mal. Warte mal, 360, das kann aber nicht sein. Ja, ich weiß Eine nicht, ob 3 das ist eine ganz andere. Meterangaben sind oder. Ja, aber es ist das. Weil das wäre eine ganz schön lange Strecke, weil teilweise 2052, 2212. Da sind wir ein paar Kilometer unterwegs, wenn das Meteranzahl wären. Oben drüber stehen aber auch Nummern, mittig auf der Seite. Kann auch sein, das ist. Die Seitennummer wird das nicht sein. Das ist ja Ich habe keinen eins blassen drei Dunst. zwei fünf null. Abgesehen Also davon, dass das Buchcover aussieht wie von Morrowind, aber naja. wenn das wirklich Wind, also Richtungen sind. Würde ich jetzt als erstes mal behaupten. Das sieht für mich ein bisschen aus wie eine Kompassrose. Mit dem einen nach oben immer für Norden. Gut, man Ja, müsste jetzt einen wo Kompass empfiehlt? haben und wissen, wo Norden ist, aber. Ja, ich wollte gerade sagen, wie definierst du da Norden? Ich habe keine blasse Ahnung. Naja, ich denke mal, Johannes wird da schon seinen Senf zugeben. Ja, da kannst du uns mal einen Tipp geben, Jonas. Wir haben keine Ahnung. Gar Wir nicht. sind dumm. Null. Oh, hier ist einer. GPG. So viel zum Thema, hier ist sonst keiner. Hier guckt nämlich einer rum. Okay, das wäre nämlich eine 5. Das ist für, ja gut, das ist die fünfte Seite. Macht Sinn, ne? Das glaube ich, die fünfte Doppelseite kann das sein. 1, 2, 3, 4, K. Das ist die dritte. Zweite, erste. Ja, oben die Zahlen, das sind Seitennummern. Obwohl eine Seite ist da doppelt eine Nummer. Wenn du mal guckst, die lilane, auch Ich die kann grüne, damit die aber blaue, jetzt alle aber eigentlich doppelt. nicht. Ja, Doppelseite wird numerisch egal. Ich kann damit gar nicht anfangen. Ich auch nicht. Wenn das die erste Seite, okay, wenn wir davon aus, dass es die erste Seite ist, okay, da hat jemand dann hingeschrieben, ne, Fahne 125. Ja, das war ja die rote. Ja. Wo ein Riss drin war. Minuspunkt. Ja. Minuspunkt 125. So, und die orangene, das war, ne, 625. Das war nämlich eine 6, keine 1. Eine 1. Eine 6 ist ein Kreuz. Also laut Buch ist das was anderes. Ich weiß nicht, wie die zählen, aber es ist. Ja, ich auch nicht, weil.
Ich habe keine Ahnung. Also du sagst zum Beispiel hier 360, ne? Dieser Hubble ist eine 10. Mit dem Ding drin ist es eine 19. 19 mal 10 sind nicht 360. Oh, hier leben welche. Die schreiben hier. Oh, Age Players, ja, Tatsache. Ganz schön viel los hier bei mir. Ja, da sinnen wir mal drüber. Habe ich Age Players? Nö. Ja, bei mir sind 2, 4, 6, 8 Leute drin. Ja, so gut. Ja, das ist spannend. Da werden wir uns noch mal Gedanken drüber machen. Dann nehmen wir erstmal das andere Buch. Nö, das Ne? reicht eigentlich für heute. Ja, Ja, okay. auch schon eine halbe Stunde. Ja, dann, Wir weil sind zu das nichts wird sich. gekommen. Wir haben keinen Ja, Plan von aber jetzt. irgendwas. Ja, aber zumindest der Ansatz war schon mal da. Wir sind schon mal sinnlos durch die Gegend gelaufen. Das ist immer gut. Das ist gut, Das kann ne? nicht jeder. Ja, gut, dann soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir sind dumm. Wir verstehen nichts. Verstehen dann nichts und müssen da nochmal drüber nachdenken. Beziehungsweise, wenn wir Hilfe kriegen in den Kommentaren, sind wir darüber sehr. Also zumindest Hinweise. Wir wollen ja keine Spoiler, wir wollen Hinweise haben. Mögliche Lösungsansätze. Ja, nee, Mögliche. ja, Es muss ja nicht ja, direkt darauf möglich, hinzeigen, ne? möglich. Genau, möglich. Ja, das war mal wieder Uro Online Live. Fail. Ohne Story, Fail. Und Ohne danke Sinn und fürs Verstand. Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal dann vielleicht wieder etwas kompetenteres bei Gameplay als heute. Danke. Wieder tschüss. Und tschüss.